Auf die Plätze! Fertig! Los! Kinder lernen im Verein vor allem den Teamgeist, Fairness, aber auch zu kämpfen, Niederlagen einzustecken, aber auch zu gewinnen und damit umzugehen und ja, sich anzustrengen. Das sind so die Grundlagen, die glaube ich, fürs Leben wichtig sind. Ich mag halt dieses gemeinsame Trainieren und dann halt möglichst auch dann die gemeinsamen Erfolge feiern zu können nach dem Wettkampf oder halt auch beim Wettkampf oder halt sich gegenseitig trösten zu können, wenn es mal nicht so gut gelaufen ist. Nach dem Autounfall vor 30 Jahren bin ich im Rollstuhl gelandet und seitdem bin ich im Rollstuhlbasketball gekommen und hat mir super gefallen, dass ich auch wieder normal mich fühle, dass ich auch Sport treiben kann wie alle anderen und auch mit Behinderten und Nichtbehinderten. Das hat mir auch sehr, sehr, sehr gut geholfen. Das ist für mich der Grundgedanke eines Vereins, dass wir viel erreichen können. Gemeinsam sind wir stark, sage ich mal einfach, und da können wir viel bewerkstelligen. Also ich glaube tatsächlich, dass das soziale Engagement wichtig ist, dass Leute einen Treffpunkt haben, dass man was miteinander machen kann, dass man sich bewegen kann. Das fördert auch die Gesundheit, Abwechslung, Spaß, Freunde kennenlernen. Es hat ganz viele Aspekte. Also erstens kommen in einem Verein Menschen aller Couleur und aller Hintergründe zusammen. Neue Leute kennenlernen ist durch Sport auch immer möglich. Neue Orte kennenlernen. Also das sind Situationen, die ich persönlich immer toll fand und die ich probiert habe, dann halt auch anderen weiterzugeben. Läuft. Nochmal. Das ist zumindest jetzt bei meinem Verein so, dass es eine Gemeinschaft ist, mit der man auf jeden Fall Spaß hat und wo man auch was lernt. Wir können uns auch mal nach dem Training treffen und wir sind auch außerhalb des Trainings, haben wir Kontakt. In meinem Verein ist es super, ich mag meinen Verein.